Der Vierse wird morgen noch dabei sein. Mit 5 Punkten konnte man ja heute die Gruppe gewinnen. Das ist natürlich ein Zeichen für eine ziemliche Ausgeglichenheit dann doch. Aber wenn man jetzt mal von eurem Auftritt ausgeht, das hat schon ein bisschen anders ausgesehen als vor einer Woche, ne? Ja, definitiv. Ich will auch nicht unbedingt sagen, dass es ausgeglichen war. Wir haben im letzten Spiel, uns reichte dann ein Sieg, wir führen 2-0 und dann machen wir genau das nicht mehr, was wir vorher gut gemacht haben. Ein bisschen konsequenter die Aktion zu Ende spielen, hinten nichts zulassen und dann kommt der Gegner noch zum 2-2. Das war ein guter Warnschuss für morgen, dass es in der Halle sehr schnell gehen kann. Aber wir haben uns ganz anders präsentiert. Wir haben das Spiel dominiert. Auch gegen Odenkirchen, fand ich, waren wir die aktivere Mannschaft. Und die beiden Favoriten haben sich dann im Endeffekt durchgesetzt, Odenkirchen und wir. Geht man das denn morgen doch noch mal ein bisschen anders an, wenn man dann jetzt sagt, okay, das Mindestmaß, was wir hier erreichen wollten, haben wir schon mal heute erreicht. Und ab jetzt ist der Druck nicht mehr ganz so da und dann kann man einfach mal locker spielen und gucken, was da kommt. Oder will ich hier auf jeden Fall gewinnen und habe hier als 1. FC Viersen immer Druck? Wer spielt denn hier locker, wenn man im Viertelfinale ist? Also morgen ist Auslosung, mal gucken, wen wir kriegen. Voriges Jahr haben wir Nettetal gekriegt, verlieren dann 3-2, sind draußen. Mal sehen, davon hängt es ein bisschen ab. Die Spiele sind 2x15 Minuten. Das hat schon, da wird sich schon eine bessere durchsetzen. Da kann man nicht mit Glück gewinnen. Aber wir wollen natürlich, wer 3 Spiele morgen gewinnt, ist Cupsieger. Kommt immer drauf an. Glück gehört dazu und wir haben uns gut präsentiert, aber erfahrungsgemäß wird das eine harte Nuss, egal wen man kriegt, weil die 8, die oben dabei sind, morgen. Wir sind dann schon auch zu Recht am zweiten Tag dabei. Ich sag mal, wir hatten schon ein bisschen, uns ein bisschen mehr Hoffnung gemacht, haben uns das aber ein bisschen schwieriger gestaltet, als wir uns das gewünscht hätten. Und sind aber im Endeffekt dennoch sehr zufrieden, dass wir morgen hier noch mitmachen dürfen. Ich hoffe natürlich, dass wir da morgen ein bisschen anders abschneiden werden. Aber es ist eine schöne Sache, für mich persönlich das erste Mal hier mitzumachen. Und die Jungs, die werden sich auch noch reinkriegen, dass wir da morgen mit geschlossener Einheit mitmachen können. Ich sag mal, durch die beiden Unentschieden zum Beginn war natürlich im letzten Spiel schon ein gewisser Druck ja dann da. Ja. Da hat man aber dann eigentlich den Eindruck gehabt, dass er da wirklich dann ganz gut mit klargekommen ist und dann so ein bisschen freier war eigentlich dann irgendwann. Ne? Die Jungs sind natürlich jetzt keine Spieler, die nicht wissen, worum es wirklich geht. Wenn die Jungs von vornherein Gas geben, dann wissen wir auch ganz klar, dass wir hier echt eine gute Nummer spielen können. Und FC Viersen in unserer Gruppe, kennen wir ja noch aus der Landesliga, die sind auch mit ihren Qualitäten hier in der Gruppe sehr, 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 sehr zufrieden und sehr weit oben drin und deshalb auch zu Recht Erster. Und wir werden aber mit Sicherheit morgen da ein bisschen mehr Gas geben und das passt schon. Der Kemal Kutsch ist in der Heimat, habe ich gerade gehört. Ist der schon im Bilde? Der ist schon im Bilde und der wird wahrscheinlich morgen das auch alles wieder über Live Football TV oder so mitbekommen oder auch über Telefonate. Das passt. Ja, nachdem es in Gruppe A so ein bisschen gehakt hat, man da mit 5 Punkten Gruppensieger werden konnte, seid ihr mit 9 Punkten durchmarschiert. Das war schon eigentlich ein ziemlich souveräner Auftritt. Mit einem kleinen Haker zwar, aber insgesamt doch sehr zufrieden, oder? Ja, letztendlich muss man sagen, sind wir der Favoritenrolle gerecht geworden. Als ranghöchste Mannschaft, als Landesligist sich in der Gruppe durchzusetzen, war es erklärte Ziel, morgen wieder dabei zu sein. Ja, dass man zwischendurch auch mal feststellt, dass es in der Halle kein Selbstläufer ist, ist vielleicht auch mit Blick auf morgen gar nicht so verkehrt. Haben es dann aber auch gegen Nersen nach Rückstand noch gelöst und gedreht und demnach sind wir zufrieden heute. Habt ihr vor allem ziemlich die Ruhe behalten eigentlich in der Situation, wo es ein bisschen hakelig war, ne? Ja, ja, vor allen Dingen muss man sagen, dass wir auch relativ lange zurückgelegen haben, haben dann den Anschlusstreffer geschafft und es dann hinten raus spielerisch einfach auch wieder besser gemacht. Es ist kein Selbstläufer, das haben wir gesehen und gebt dir recht, dass wir hinten raus die Qualität ausgespielt haben. Ja. Was geht morgen? Ja, Viertelfinale, die Karten werden neu gemischt, es ist morgen K.O.-System. Hoffen auf ein gutes Los morgen zu Beginn, wollen ins Halbfinale einziehen und ja, dann sind wir unter den Top 4 und dann einfach mal schauen, wie weit es geht. Also grundsätzlich, glaube ich, sind wir zufrieden, sowohl mit den Stadtmeisterschaften als auch heute mit dem Auftakt und von daher sind wir guter Dinge. Bei den Spieldauern, die es morgen gibt, da kann die Kondition ja durchaus eine Rolle spielen. Das hätte jetzt als Landesligist ja sicherlich nicht unbedingt einen Nachteil. Ne? Ja, längere Spielzeit heißt erstmal grundsätzlich mehr Zeit, um Tore zu schießen und spielerisch Lösungen zu finden. Auf der anderen Seite muss ich sagen, diese Woche sind wir in die Vorbereitung gestartet, haben 4 knackige Einheiten hinter uns. Also ich denke schon, dass die Jungs, die jetzt in der Halle dabei sind, morgen auch wieder hinten raus an Grenzen geraten. Aber
ja, letztendlich, dafür spielen wir Fußball, das Masters ist ein Highlight und wir freuen uns auf morgen. Ja, am Sonntag habt ihr euch erst zum Schluss in der heißen Phase des Turniers so richtig gesteigert. Ja, heute war die eigentlich direkt da, oder? Ja, heute waren wir von Anfang an sofort da und ja, wollten da auch nichts anbrennen lassen und wollten unbedingt diesen Sonntag noch das eine Spiel erstmal haben und haben direkt sofort alles gegeben und sind auch verdient Erster geworden. Wenn man morgen was erreichen will, ist das eine Kraftfrage auch, weil die Spieldauer ja an dem Sonntag schon es in sich hat, ne? Ja, eine Kraftfrage, natürlich auch eine Willensfrage, eine Herzensfrage, eine Wollensfrage. Ne, wenn man, da muss man natürlich alles in die Waagschale werfen und in dem einen Spiel, auch wenn das zweimal 10 oder zweimal 15 Minuten ist, muss man da alles geben und dann am Ende auch gewinnen. Ich hatte aber nicht den Eindruck, dass man das alles von euch morgen nicht erwarten darf, oder? Natürlich nicht. Wir werden morgen, genau wie heute, alles, was in uns ist, wieder reinwerfen und versuchen, da eine gute Rolle zu spielen. An einen Sonntag ohne den Estival, den muss man sich gar nicht erst gewöhnen. Ne? Das hin. So war der Plan, ja. Ja, schön, man weiß ja nie, wie gesagt, in der starken Gruppe. Ja, sind wir sehr froh, dann dieses Ziel erreicht zu haben und am Sonntag wieder dabei zu sein. Das war ja auch jetzt wirklich nicht irgendwie eine enge Kiste, sondern ihr habt das ja wirklich eigentlich sehr souverän hinbekommen, ne? Ja, ja. Das kann man, glaube ich, einfach so stehen lassen. Gegen Süchteln nach dem 3:1 sind wir dann bestens wiedergekommen und ja, mit dem Unentschieden im Rücken. Aber wie gesagt, in der starken Gruppe, die Armer sind ja zum Schluss leider etwas abgefallen. Aber ja, war so nicht zu erwarten. Aber damit sind halt zwei starke Truppen, Süchteln und Vanille, weiter. Und werden mal schauen, was morgen machbar ist. Mal sehen, wie die Auslosung ist. Ja, schauen wir mal. Zum ersten Mal dabei, Viktoria Menrad, und auch am zweiten Tag morgen dabei. Ich denke mal, damit seid ihr wahrscheinlich zufrieden erstmal, ne? Ja, super zufrieden. Und das Ziel war es, morgen auch nochmal hier hinfahren zu können. Erstes Mal dabei. Halle in Gladbach war super. Und morgen wollen wir natürlich weiter für Furore sorgen und hoffentlich auch nicht nur für ein Spiel hier hinkommen. Ja, und gerade im letzten Spiel gegen Dremmen musstet ihr ja nochmal und da habt ihr dann nochmal richtig abgeliefert, ne? Ja, die Niederlage war unnötig. Wir haben leider die Bälle uns selber reingehauen und gegen Dremmen haben wir gezeigt, was wir können.